muss schon richtig sein hier. Sicher ist sicher. Ich leg hier so ein Teleport-Ding hin. Okay. Ist richtig. Da steht sie wieder. Nummer 2. Warte. Wollte ich nicht, wollte den Pfeil haben. Nee. Gerade kurz, jetzt setzen wirklich beide meine Joy-Cons aus. Aber nee. Es war, weil Zelda wieder quasseln muss. Nee, den Doppelschuss will ich behalten. Dann mache ich den Soldatenwohnung weg. Okay. Ist der Thronsaal. Du erreichst ihn mit einem Deckelsprung bei der eingestürzten Treppe gleich westlich. Ah. Das sieht sehr nach eingestürzter Treppe aus. Jetzt soll ich in Zeldas Gemach zurück. Ach so, hier gewittert es die ganze Zeit, fällt mir gerade auf. Na gut.
Mein Buch schlägt vor, noch einen Deckensprung zu machen, aber wo soll ich denn hier einen Deckensprung machen, bitte? Hi. Ich hab die Schnauze voll von euch. Und jetzt wird's richtig eklig. Die Treppe da muss ich im Auge behalten. Die wird jetzt wichtig. Ich will nicht. Leute, ich habe Angst. Link! Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Ja, natürlich. Es macht keinen Spaß. Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Möchte ein Spiel mit dir spielen. Den Scheiß kannst du dir sparen. Gefällt es dir? Nö. Schloss Hyrule in seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Wir beide haben hier so viel erlebt. Das ist nicht lustig, Ganon. Ich fällt dir ganz genau ein. Dein armes, kleines Ding. Und schon das Schlimmste sein, was du lebst. Ganon, das ist nicht lustig. Der kleine Schwertkämpfer, der meinem Miasma widerstehen konnte. Der meine treuen Scherben niedergestreckt hat. Ja, ich kann halt auch ein bisschen was. Dass du überlebt hast, was dich hätte töten müssen. Sag, hast du es jenem unseligen Arm zu verdanken? Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht retten können. Sieh dir meine Marionette an. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren, dich immer im Blick behalten. Doch diese Gaukelei hat nun ausgedient. Oh, Scherbe geformt aus meinem Fleisch und Blut. Beende dieses Wurmes Leben hier und jetzt. Mit anderen Worten, Ganon geht davon aus, dass ich ihn die ganze Zeit geglaubt habe, es wäre Zelda. Ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass das Zelda ist. Angriffe besser weg, als ich dachte. Hi. Der geht einfach weiter. Das juckt denn gar nicht. Uah. Brauche ich. Oh, Miasma-Schwert, dankeschön. Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Dann schmeiße ich dich dafür weg. Nichts da! Weg.
mir erstmal Schwert mitnehmen. Voll in die Fresse. Wieso habe ich denn jetzt das Kurzschwert? Die Gipto-Knochen zerbrechen irgendwann, oder wie? Na, danke schön. Danke für nichts. Ah! Was ist das? Noch ein Bogen des Dämonenkönigs. Ich will jetzt eigentlich noch nicht meine Diamantlanze, obwohl. Die ist nicht so stark wie die mit dem Dolch. Dann nehme ich die erstmal. So, Hälfte geschafft. Jetzt muss ich sie im Auge behalten, weil sie fangen jetzt manchmal an, genau so zu schweben und Miasma zu beschwören. Und daran muss ich sie hindern. Ich pumpe mich erstmal wieder auf. Toll, meine Diamantlanze ist auch gleich Schrott. Verdammt, dann nehme ich ja... Ich nehme Miasma-Schaden, wenn ich das... Och, nö. Moment! Nö, du Depp! So haben wir nicht gewettet. Ich nehme gleich noch meine Zauberstäbe dazu. Zurück! Aus! Sitz! Hundeplatz! Nicht nett! So behandelt man die Leute nicht. Ach schön, der Dolch geht auch kaputt. So haben wir nicht gewettet. Ja, toll. Jetzt sind Miasma-Sachen bringen mir halt nichts. Moment, nehme ich bei dem Bogen auch Schaden? Ah, okay, der ist echt nicht schlecht. Kumpel, vergiss es. So.
So, dann haben wir wieder ein weniger. Huch! So. Ist jetzt nur noch einer, es ist nur noch der eine, yes. Ja, komm. Ja, gut. Wo ist denn Riju? Riju, ich brauch dich mal. Da ist sie. So. Jetzt gib nach, du Drecksvieh. Tada! Ihr habt's doch geschafft ohne Game Over. Oh. Ich wähnte dich bloß heraus, ohnmächtigen Lakaien. Ein Irrtum. Doch deine Existenz hat nun ein Ende. Link, alles klar? Die wackeren Träger der Mysteriensteine. Was für ein Scheusal bist du denn? Ihr erkennt mich nicht. Wie schade. Gewähren die Steine euch keinen Einblick in die Nebel der Vergangenheit. Mein Name lautet Ganondorf. Die närrischen Taten eurer Ahnen vermochten das Unvermeidliche nur aufzuschicken. Ich werde euch zeigen, was war und was bald schon wiederkommen wird. Meine Schöpfung, die Welt des Bösen. Es hat den Anschein, der Dämonenkönig, der einst die Welt fast komplett auslöschte. Ganondorf. Er wurde wiederbelebt. Die Welt ist in Gefahr. Oh nein, wie schrecklich. Wenn er wirklich zurückkommt, ist alles aus und vorbei. Wartet. Es sieht aus, als wäre er noch zu schwach. Denkt mal nach. Warum sonst wäre er verschwunden, anstatt zu kämpfen? Kehren wir fürs Erste zurück. Wir müssen uns beratschlagen. Link, ich hoffe, du bist auch dabei.
Rettung in letzter Sekunde, würde ich sagen. Ich nehme mir noch so einen Bogen mit. Anstelle von dem hier. Und die Schwerter flacke ich direkt weg. Das tue ich mir nicht an. Sind zwar stark, aber Miasma-Schaden, nein, danke. Dann suche ich mir lieber noch mal weiter. Suche ich mir lieber noch mal neue Waffen. Jetzt soll ich noch mal die Treppe hoch. Und soll die beiden Dinger hier anmachen. Habe ich noch meine Feuerlanze? Ja. Neues Reckengewand. Okay. Dich nehme ich wieder mit. Medaillon entfernen. Ausgemacht, ups. Und weg hier. Weg aus diesem Schloss. Muss hier früh genug wieder hin. Ach, Mina, hast du eine Ahnung, wie gut es dir geht? Die sind sogar wirklich alle hier, ne? Schön, dich wiederzusehen. Sieht aus, als hättest du einiges durchgemacht. Tut mir leid, dir keine Verschnaufspause zu geben, aber könntest du sofort allen berichten, was darum passiert ist? Was ich im Schloss Heil gesehen habe, war der Dämonenkönig, von dem in der Legende des Versiegelungskriegs die Rede ist. Ja. Und die Prinzessin, die in den verschiedenen Gebieten gesichtet wurde, war eine Fälschung. Ja, ach nee. Sie erschien nur deshalb in Schloss Heil, weil der Dämonenkönig Link dorthin locken wollte. Ich wusste gleich, dass da was nicht stimmt. Und dass die echte Zelda gewesen wäre, dann wäre sie längst dabei, Hyrule zu retten. Der Kataklysmus, die seltsamen Phänomene, die falsche Prinzessin, all das hat mit der Rückkehr des Dämonenkönigs zu tun. Die wahre Zelda war also die ganze Zeit gar nicht da, sondern in der fernen Vergangenheit, wie wir es in der Vision gesehen haben. Davon ist auszugehen. Und sie scheint dort in der Vergangenheit irgendeinen Plan geschmiedet zu haben, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja, ein jeder unserer Ahnen legte vor Zelda ein Gelübde ab. Im Falle der Rückkehr des Dämonenkönigs sollte je einer ihrer Nachfahren als Weiser erwachen und Link zur Seite stehen. Ich wünschte, wir wüssten, was Zelda in der Vergangenheit noch unternommen hat. Sich in einen Drachen verwandelt. Wenn sie nur hier wäre, um an unserer Seite zu kämpfen. Dann wären wir genauso scheiße dran wie jetzt. Wir wissen nicht mal, wer dieser Ganondorf eigentlich ist, außer halt, dass er sehr stark und sehr böse ist. Was sollen wir nur tun? Nach dem, was ihr sagt, scheint es so, als hätte die Prinzessin gewusst, dass der Dämonenkönig wiederkehren würde.
Und in Erwartung dieser Ereignissen hat sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Das heißt, in unserer Zeit muss es noch irgendwelche Spuren geben, von denen wir bislang nichts wissen. Oh! Du hast vollkommen recht. Wir sollten jetzt die Flossen nicht in den Schoß legen, sondern stattdessen nach einer Lösung suchen. Naja, aber ohne Anhaltspunkte wird sich das schwierig gestalten. Ah, wartet mal. Ihr habt doch gesagt, dass in diesem Versiedlungskrieg König Rauro und die sechs Weisen gekämpft haben, oder? Wind? Feuer? Wasser? Donner? Die Prinzessin wurde zur Weisen der Zeit. Ah, ich verstehe. Wie, was, worum geht's? Ja, es muss noch jemanden geben. Minoros Geist kann durch die Zeit wandeln, quasi. Also sie kann ihren Geist übertragen. Bingo, es gibt einen weiteren Weisen. Es wird uns sicher irgendwie weiterbringen. Es dürfte sich jedenfalls lohnen, nach dieser Person zu suchen. Eure Bestimmung als Weise habt ihr alle an Orten erhalten, die mit der Zeit der Legenden in Verbindung stehen, oder? Da würde es naheliegen, wenn der verbleibende Weise ebenfalls in so einem Ort stecken würde. Ja. Ganz Hyrule auf gut Glück zu durchsuchen, wäre aussichtslos. Aber wenn wir uns auf die Ruinen aus dem Zeitalter der Legenden konzentrieren, ist das ein guter Anhaltspunkt. Gut, wenn wir uns da einig sind, dann sollten wir uns die Suche aufteilen. Jeder von euch sollte in seine Heimat zurückkehren und dort Informationen zum verbleibenden Weisen suchen. Und du, Link, könntest du auf eigene Faust nach einem Hinweis suchen, der eventuell bisher entgangen ist. Viel Glück euch allen! Finde den fünften Weisen. So, jetzt mit dem fünften Weisen. Nach dem Kataklysmus habe ich so eine Forschungsgruppe die Ruinen der Sona-Zivilisation erforschen lassen. Bislang sind leider keine Informationen zum fünften Weisen ins Tageslicht gekommen. Ich bin mir sicher, irgendwo gibt es einen versteckten Hinweis und den müssen wir finden. Im Versiedlungskrieg kämpfte König Rauro zusammen mit sechs Weisen gegen den Dämonenkönig. Einer davon, die Weise der Zeit, war Prinzessin Zelda. Wind, Feuer, Wasser, Donner, Zeit. Außer dieser muss noch einen weiteren Weisen geben. Ich bin mir sicher, irgendwo wartet ein Hinweis nur darauf, dass wir ihn finden. Scheinbar müssen die Ruinen aus dem Zeitalter der Legenden ein weiteres Mal auf den Kopf stellen. So. Gibt's denn vielleicht noch... Hier wäre noch so eine Plattform. Vielleicht komme ich von hier dahin. Dass ich das noch mache, dann können wir jetzt. Wir müssen dann zu den Kranzruinen von Kakariko. Das könnte ich auch noch schnell machen. Dann könnte ich mir halt noch ein bisschen Geld holen. Wieder der Lichtdrache, oder? Da hinten ist die Plattform. Muss ich mir auf jeden Fall was bauen, sonst klappt es nicht. Ich habe doch bestimmt noch was, oder? Ich habe noch Gleiter. Ich gehe dann mal wieder nach Ventilatoren suchen, wo welche sind.
Na komm. Ich meine, vielleicht könnten wir das hier zum Starten benutzen. Okay, ich hätte wohl nur eine Batterie gebraucht. Ach du Scheiße. Aber hey, es hat geklappt. Das war so klar. Verdammt, zu spät. Naja. Ich dachte gerade, er landet wirklich mitten in dem Monsterstützpunkt. Mami. Kakariko. Guten Tag. Oh. Oh. Da. Ah.
In heutigen Zeiten ist Kleidung gemustert mit Pilzen. Der letzte Schrei in allen Schichten unseres Volkes. Also genau wie diese Modefreaks, die hier immer rumrennen. Der Ursprung jener Mode entsprang dem Tag, als ein Schneider kam ins Schloss, um Prinzessin Zelda neu zu kleiden. Die Prinzessin musste nur erwähnen, welch große Beliebtheit sich dieses Muster bereits in ihrer Heimat erfreute. Farben, die leuchten, Pilze, wie sie im Walde stehen, trug man dort ganz gleich, ob jung und alt. Sogleich erwachte des Schneiders Interesse und kurz darauf die allgemeine Lust. Allgemeine Lust auf mit Pilzen geschmückte Kleidung. Leider blieb es mir selbst bislang verwehrt, mich in dieser neuesten Mode zu hüllen. Immer geht es um die Mode der damaligen Zeit. Zelda hat wohl eine neue Mode im Land eingeführt, als sie dem Schneider von der Kleidung mit Pilzmustern erzählte. Der nahm die Idee mit Interesse auf und machte das Ganze dann höchst populär. Wenn Sargona aus Athena davon wüsste, wäre sie sicherlich schockiert. Es heißt ja, dass Modetrends sich wiederholen, aber ich hätte nie gedacht, dass Pilzmode schon damals abgibt. Elba. Der letzte Kommentar der Zofe. Ich finde, es zeigt, dass sie sich trotz ihrer Dienste am Königshof auch über die einfachen Dinge freuen konnte. So, dann nimm bitte das hier und vielen Dank. Ja, noch 2 Steintafeln. Ich glaube, Nina hat Hunger. So nach dem Aufstehen. Link, guten Morgen. Grübelst du auch gerade über die schwebende Kranzruine nach? Uns geht es ganz ähnlich. Ich für meinen Teil kann buchstäblich an nichts anderes mehr denken. Wie gerne würden wir die Ruine aus gründlichste untersuchen? Und ihr womöglich etwas Neues über Prinzessin Zeldas Verbleib herausfinden? Bitte? Die Zelda, die nach dem Kataklysmus erschien, war eine Marionette des Dämonenkönigs. Die echte Prinzessin Zelda ist weiterhin spurlos verschwunden? Sag ganz unglaublich, welch bizarre Wendung. Wie schwer es mir fällt, so etwas zu glauben. Und doch weiß ich, ihr würdet niemals lügen, Link. Im Nachhinein muss ich euch sagen, dass die Prinzessin Zelda, die uns besuchte, eine ungewöhnliche Aura besaß. Wenn es also eine falsche Prinzessin Zelda war und sie den Mondkönig diente, dann hieße das ja, es müsste uns den Zutritt zu dieser schönen Kranzruine aus anderen Gründen untersagt haben, aus boshaften Gründen. Ist die Ruine dem Dämonenkönig vielleicht auf irgendeine Art und Weise ein Dorn im Auge? Womöglich ist das der Grund. Und das wiederum würde bedeuten, dass wir uns diese Kranzruine allerschleunigst unter die Lupe nehmen müssen. Ganz genau, es gibt keinen Grund mehr, uns jetzt noch an das Verbot zu halten. Nichts wie los, Herr Tauro, die schwebende Kranzruine muss gründlich erforscht werden. Endlich ist es soweit. Da steckt die Rüstungskrabbe. Da sagt man das wohl in ihrer Heimat, Herr Tauro, aber unbändige Freude ist zu selbstverständlich. Weil es noch eine ganz entscheidende Hürde zu überwinden gilt, ehe wir die Erkunde beginnen können. Es erscheint offensichtlich, dass sich die im Inneren der Kranzruine ein Hohlraum befindet. Jedoch scheint kein Weg hineinzuführen, welch Dilemma. Das ist wirklich zum Heulen, wo wir doch den anderen Kranzruinen um das Dorf so unvergleichlichen Fund gemacht haben. Nicht zuletzt die Steintafeln mit den Inschriften, von denen es in dieser Ruine alles vorsieht, auch eine gibt. Lass uns als allererstes klären, ob in dieser Ruine tatsächlich eine Steintafel verborgen ist. Mit roher Gewalt in eine derart wundervoll erhaltene Ruine einzudringen, stellt dabei natürlich keine Option dar. Oh, Verzeihung, ich muss unverzüglich meine Kollegen informieren, dass die Erforschung jetzt freigegeben wurde. Das heißt, jetzt darf ich da auch rein?
Geheimnis der Kranzruinen. Nicht selbstständig machen, Link. Und wir sind drin. Ist das die Steintafel, die er haben will? Eine andere scheint hier nicht zu sein. Eine Sinnestasche, Link, aber mir war, als wärst du einfach in die Ruine hineingeglitten. Vergiss es einfach, was mein Blödsinn ich da erzähle. Wo ich auch so furchtbar weit weg stand, da können einem die eigenen Augen schon schräg spielen. Guck mal, ein Bild. Was ist das? Wie ich? Das ist unmöglich. Frau Paya, Herr Caleb, sehen Sie nur. Etwa das Innere der schönen Kranzruine? Fantastisch, man kann die Steintafel klar erkennen. Ah. So eine Schrift eingraviert bei einem anderen Kranzruine der Tauro, das ist ihr Spezialgebiet. Ah. Ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu entziffern. Also, Zelda, Versprechen erfüllen, ich, die weise Minoru. Schlüssel versteckt, Südosten, Vertrauen, Hoffnung, den Möwenkönig zu besiegen. Das ist alles, was ich entziffern kann. Minoru scheint der Name von jemandem zu sein. Beim Teil mit Südosten steht noch etwas, das ich nicht entziffern kann. Aha. Minoru ist also da. Die Weise Minoru, das ist also der Name einer Weisen, der stand bisher auf keiner anderen Steintafel. Dass man Zeldas Name und der Dämonenkönig erwähnt werden, ist auch höchst interessant. Wie es aussieht, stehen auf dieser Steintafel sehr wichtige Informationen. Was ist denn los, Ropaya? Es ist nur dieser eine Teil von Südosten. Könnte das nicht Drachenland heißen? Sabalota, haben Sie wohl recht. Dabei sollte man diesen Teil als Drachenland Südosten wiedergeben. Großartige Arbeit, Frau Paya. Das höre ich gerne. Sieht aus, als hätte sich mein Studium der Sonderschrift ausgezahlt. Großartige Arbeit. Also, Drachenland im Südosten. Da fällt mir etwas ein. In Ferone, der subtropischen Region im Südosten von Hyrule, gibt es einen besonderen Ort. Das ist eine ganze Ansammlung von Sonderruinen aus alter Zeit erhalten. Wenn ich mich nicht irre, sind auf diesen Ruinen Drachenmotive zu finden, die man nirgends sonst findet. Herr Caleb, Sie schlauer Schwertschnapper, das ist es, man muss es sein. Die Sonderruinen in Ferone. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inschrift sich auf die Sonderruinen dort bezieht, ist äußerst hoch. Fantastische Arbeit, Herr Caleb. Oh, Taro, was hast du gerade gesagt? Würde lediglich anmerken, dass sich die Inschrift mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Sonderruinen bezieht. Meinte ich nicht, sondern das danach. Fantastisch. Ja, und danach kam noch irgendwas. Ach so, meinen Sie meine Belobigung Ihrer fantastischen Arbeit, Herr Caleb? Ach so, fantastische Arbeit, so war das also. Fantastische Arbeit. Meine fantastische Arbeit. Das lasse ich mir gern sagen. Link, wenn wir den Inhalt dieser Steintafel im Gesamtzusammenhang betrachten, dann können wir annehmen, dass in dieser Sonderruine im Südosten von Hyrule irgendwas zu finden ist. Und zwar etwas in Bezug zu der weisen Minoru, den Dämonenkönig und einer Zelda, die wie unsere Prinzessin heißt. Das ist uns wirklich, wie sagt man in meiner Heimat, das Großes ins Netz gegangen. Und deshalb danken wir diese sensationelle Entdeckung, na dir, saubere Arbeit. Wir müssen sofort aufbrechen und all dies schnellstmöglich erforschen.
Herr Caleb, bitte begleiten Sie mich. Aber selbstverständlich, Taro, du kannst dich auf mich verlassen. Wunderbar, weil diese Frage nun zu aller besonders, aber zumal so früh geklärt wäre. Auf zu den Sonnenruinen. Zunächst brechen wir jetzt in diesem Dorf aus in südwestliche Richtung auf. Zuerst bilden wir ein Basislager in der Nähe der Ruinen. Der Kartografieturm in Pappelhochland erscheint mir geeignet. Auf zu neuen Entdeckungen, auf nach Firone. Auf zu den Sonnenruinen. Und schon sind sie weg. Nun ja, ich bin mir sicher, dass die beiden zurechtkommen werden. Auch ich werde die Sona-Zivilisation studieren, um neben den beiden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Andererseits ist der Verbleib der Warnprinzessin Zelda weiterhin ungeklärt. Ich glaube jedoch, dass sie wohl auf ist. Als Vorsteherin dieses Dorfes kann ich es nicht verlassen. Bleibt nur für die baldige Rückkehr von Prinzessin Zelda zu beten. Okay, Freunde, aber nach Minoru suchen wir dann irgendwann anders. Jetzt mache ich hier erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns hier nächstes Mal wieder bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tschüss!